Das hat Ordneraneurysma, macht in aller Regel keine Symptome, kann aber lebensbedrohliche Zustände verursachen. Die Körperschlagader ist das größte Gefäß des Menschen. Es entspringt aus dem linken Herzen. Das Blut fließt durch die Aortenklappe in diese Körperschlagader und die versorgt wiederum die Organe über die kleinen Ästchen mit Blut. Diese Körperschlagader hat in aller Regel in ihrem Anfangsteil einen Durchmesser um die 3,5 cm. Wenn diese Aorta sich erweitert, nennt man das im Medizinjargon Ektasie. Und wenn diese Aorta sich über die Norm erweitert, haben wir ein Aneurysma. In den Leitlinien werden Durchmesser von 5 bzw. 5,5 cm als Indikation für eine Behandlung gesehen. Ein Aortenaneurysma kann auf verschiedene Art und Weise festgestellt werden. Wir können einen Herzultraschall machen, wie es die niedergelassenen Kardiologen auch verwenden. Dafür wird eine Sonde auf den Brustkorb gelegt und der Durchmesser der Aorta ist messbar. Wir können das auch als Schluck-Ultraschall durchführen. Da sind dann zusätzlich die Herzklappen besser beurteilbar. Wir haben die Möglichkeit, in der Radiologie mit CT, mit einem Computertomogramm die Aorta auszumessen. Dies geht recht präzise. Wir könnten alternativ auch ein Kernspintomogramm anfertigen. Das sind die Möglichkeiten, die wir haben. Aortenaneurysmen machen in aller Regel keine Beschwerden bei den Patienten. Eine zunehmende Erweiterung der Körperschlagader wird in aller Regel nicht bemerkt. Es sei denn, es werden umgebende Strukturen wie beispielsweise der Stimmbandnerv beeinträchtigt. Dann wird man heiser, dann merkt man das. Aber die tendenzielle, graduelle, langsame Erweiterung der Körperschlagader führt in aller Regel nicht zu Beschwerden. Mit zunehmender Erweiterung neigt man aber dazu, Komplikationen zu entwickeln mit zunehmendem Durchmesser. Das können Dissektionen, also Aufsplitterungen der Aortenwand sein. Das kann auch eine Perforation der Aortenwand sein. Das sind lebensbedrohliche Zustände und die führen letztlich dazu, dass wir diese Patienten oder diese Aneurysmen behandeln wollen.